Die Fünte in Mülheim war schon zu Römerzeiten ein beliebter Treffpunkt. Die dortige Quelle diente den Römern als Lagerplatz. Dann kamen die Spanier und aus den Fontes wurde die Fuente, im Ruhrgebiet schließlich die Fünte. Lange war die Fünte eine beliebte Bergmannskneipe. Heute ist sie Lebenstraum und Lieblingshobby von Frank Bruns. Der gelernte Museumspädagoge verwandelte die Fünte in einen beliebten Treff der freien Kulturszene im Ruhrgebiet. Das Fachwerkhäuschen ist draußen und drinnen ein kleines Kunstwerk. Als Kulturzentrum wird die Fünte erst langsam auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Frank Bruns ist in diesen Räumen aufgewachsen. Er nimmt sich Zeit für Gespräche mit den Künstlern, die bei ihm auftreten oder ausstellen möchten. Mit der Sanierung seines Elternhauses hat sich der Museumspädagoge einen ganz großen Wunsch erfüllt. Dieses Haus hat einen ganz besonderen Charme. Allein schon durch seine Geschichte, es hat ein gewisses Flair und die Künstler haben es mir eigentlich auch bestätigt. Es ist etwas Außergewöhnliches, es ist nicht einfach irgendwie eine Galerie, wo man kahle Wände hat, sondern die Wände, die sprechen zu einem, das Haus spricht zu einem. Früher war die Fünte eine Postkutschenstation, sogar Goethe logierte hier. Bis in die 70er Jahre hatte Frank Bruns Onkel Otto hier später eine Gaststätte für die Bergarbeiter und wurde zusammen mit ihnen Darsteller in einem Spielfilm über die Fünte. Jetzt probt hier seit neuestem auch das Kinder- und Jugendtheater Fantasie. Tanzpädagogin Beate Smorra zeigt nochmal die Schrittfolgen für einen Tango. Die Jugendlichen finden das kleine Fachwerkhaus genau richtig für ihren ersten Auftritt. Ich finde das schön, dass hier, ja, dass es nicht so einfach ist, sondern auch irgendwie anspruchsvoller gestaltet. Ich finde es eigentlich auch ganz gemütlich und nur halt ein bisschen klein noch, aber das geht schon. Die große Bühne kommt dann später. Ja, genau. Im oberen Stockwerk können Besucher sich bis zur Aufführung in einer Buchhandlung umschauen. Der Hausbesitzer schreibt selbst historische Romane. Direkt nebenan werden Malkurse angeboten. Die Künstler öffnen immer nachmittags ihre Ateliers. Ich liebe diese Ambiente, ne? Das ist ganz hervorragend gemacht hier. Der alte Boden hat also was sehr Ursprüngliches, sag ich mal. Auch die Räumlichkeiten hier mit den schrägen Wänden. Nicht nur schräge Typen, sondern auch schräge Wände, ne? Das ist klasse. Und hier kann man also wirklich seine Ideen umsetzen. Nebenan im schiefen Flur stellen weitere Hobbymaler aus. Die Bilder sind ein schöner Kontrast zu den alten Dielen und den niedrigen Decken. Die Fünte ist endlich wieder mit Leben gefüllt und die Besucher kommen sofort mit der nächsten Künstlerin ins Gespräch. Super, asiatisch. Ja. Sehr vielseitig. Im wahrsten Sinne des Wortes für jeden was dabei, weil ich selbst besuche auch die Künstlertreffs, die hier da sind. Wird Lyrik geboten, Musik und überraschenderweise auch Pantomime. Mittlerweile hat Fantasie seinen ersten großen Auftritt im Kulturzentrum. Die Eltern sind froh über das spezielle Angebot für Mülheimer Jugendliche. Ich finde das wunderschön. Hier findet ja anscheinend ganz viel Kultur und Kunst statt. Was ich mir eben auch so für meine Kinder wünsche, dass sie so einen Bezug dahin kriegen und eben auch so wirklich ihre eigene Kreativität erleben können. Die Premiere ist ein voller Erfolg. Theater, Musik, Kabarett, Lesungen und Malerei. Das ist das künstlerische Rundumkonzept in der Mülheimer Fünte. Besitzer Frank Bruns ist froh, dass sein Kulturzentrum so gut angenommen wird und hat schon viele neue Ideen für weitere Veranstaltungen.